Frisch, knackig, lecker. Voll mit Ballaststoffen. Davon sollen wir eigentlich ganz viel essen. Wenn ich mal rausfahre beruflich, dann esse ich McDonald's, Pommes, Burger. Viel Schokolade, ja. Viele Donuts und Croissants. Oder mach mir auch mal eine Fertigpizza. Aber schaut euch das doch mal an. Ballaststoffe sind unser Superfood, die uns fitter machen und die tatsächlich uns auch vor Krankheiten schützen können. Das probieren wir jetzt aus. Ab sofort gibt es Ballaststoffe satt statt Süßkram und Junkfood. Nee, ich merke schon, das hat so keine guten Wirkungen auf mich. Ich bin allgemein schlapp. Und Jenny würde gern abnehmen. Ob das klappt? Damit? Das ist eine Tagesration Ballaststoffe. Wir starten in ein Experiment. 3 Wochen lang. Und was ist mit den Nebenwirkungen? Bartosz, 39, ist mobiler Physiotherapeut, macht Hausbesuche. Eigentlich ist er ein Supersportler, macht viel Fitness, war mal deutscher Meister im chinesischen Boxen. Doch seit 2 Jahren ist alles anders. Keine Energie mehr. Das war ich ein Pfannkuchen. Es kam tatsächlich dazu, weil der Kleine geboren ist und irgendwie war so viel Stress und so wenig Schlaf. Und dann brauchte ich einfach ganz viele Kalorien, schnelle Kalorien. Und es war der einfachste Weg. Und jetzt bin ich da in so einen Teufelskreislauf geraten und komme da nicht mehr raus. Genau. Aber dafür sind wir jetzt da. Jenny ist 46, Leasing-Spezialistin und ansonsten gerne draußen. Liebt ihren Hund, ihr Pferd und unterwegs zu sein. Normalerweise. Ich mache viel mehr Homeoffice, das heißt, ich sitze auch viel mehr. Ich denke, es liegt auch daran. Und so Sport und so habe ich jetzt in der letzten Zeit auch mehr oder weniger sehr vernachlässigt. Und der Kühlschrank ist einfach viel zu nah. Wer kennt das nicht? Aber was ist mit Hund und Pferd? Wir haben eine Kamera im Stall und dann bin ich halt auch so ein bisschen faul und von der Energie nicht ganz so. Und dann gucke ich halt in die Kamera und sehe halt, der frisst, der läuft. Und dann fahre ich dann eher nicht hin. Schluss damit! Und ran an die Ballaststoffe! Das ist Nina Fischer. Sie hat Ernährung und Sport studiert, coacht viele Profisportler. Und jetzt Jenny und Bartosz. Nach aktuellen Studien essen wir in Deutschland deutlich zu wenig Ballaststoffe. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, um die 30 Gramm zu erreichen. 30 Gramm sind die empfohlene Mindestmenge pro Tag. Das schaffen in Deutschland weniger als 1/3 der Menschen. Ballaststoffe stecken in allen pflanzlichen Lebensmitteln. In 100 Gramm Obst und Gemüse meist zwischen 2 und 4 Gramm. 8 bis 12 Gramm sind es in Vollkornprodukten. In Nüssen 6 bis 12 Gramm. Und Hülsenfrüchte toppen alles. 11 bis 24 Gramm. Und sie enthalten natürlich auch Vitamine, Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe. Aber Ballaststoffe können noch was, das nur sie können. Sie quellen. Das gibt Fülle im Magen. Die Dehnungsrezeptoren reagieren zügig mit satt, ohne dass wir viele Kalorien gegessen haben. Im Darm wird die gequollene, lockere Masse dann immer wieder gut durchmischt. Dadurch können die enthaltenen Nährstoffe optimal aufgenommen werden. Gleichzeitig binden die Ballaststoffe schädliche Stoffwechselprodukte und auch Krankheitserreger. Das heißt am Ende, wir können regelmäßig aufs Klo und schädliche Stoffe werden schnell raustransportiert. Tolles System! Bartosz und Jenny haben Ernährungsprotokolle geschrieben, die Nina ausgewertet hat. Nun ja, Jenny hat nur etwa 20 Gramm Ballaststoffe am Tag gegessen. Bartosz nur mickrige 10 Gramm. Da muss also was passieren. Außerdem lassen wir ihr Blut und ihren Stuhl analysieren. Jetzt, zu Beginn des Experiments und am Ende nach 3 Wochen. Ja, das ist super. Wir freuen uns sehr, die Proben zu bekommen und mit der Analyse zu starten. So klingt Leidenschaft. Es ist schade, dass Verdauung jetzt nicht mehr im Fokus steht an sich als Thema, weil es unglaublich wichtig ist. Und man muss sich auch, man nimmt das so gegeben hin, man muss sich eigentlich jederzeit vergegenwärtigen, dass es ein Wunder der Biologie ist, was dort vor sich geht. Zeit für die Ernährungsumstellung. Nina gibt Starthilfe.
Du hast mir ja schon aufgeschrieben, was du sonst immer frühstückst. 2-3 Brötchen mit Marmelade und vegetarischen Fleischkäseaufstrich. Nina zeigt Jenny, wie sie von 20 Gramm Ballaststoffen pro Tag auf die Mindestmenge von 30 Gramm kommt. Wir haben einmal die Körner beim Brötchen, wir haben das Nussmus obendrauf, was Ballaststoffe enthält. Wir haben das Hummus, wir haben reines Vollkornbrot, wo tatsächlich nur Vollkornmehl, Vollkorngetreide verarbeitet wurde. Und dann habe ich natürlich die ganzen Gemüsesorten, wo viele Ballaststoffe drin sind. Eine Alternative zu Hartweizennudeln mit Tomatensauce sind Linsennudeln mit mehr Gemüse in der Soße. Und für die Portionsgröße gibt es einen einfachen Trick. Beim Obst ist es eine Hand. Beim Gemüse dürfen es tatsächlich sogar 2 Hände für eine Portion sein. Heißt, das wäre jetzt auch eine Portion. Heißt, davon dürfte ich zum Beispiel 3 am Tag essen. Nüsse dagegen immer nur eine kleine Handvoll. Sie haben zwar viele Ballaststoffe, aber auch viele Kalorien. Und jetzt der Gewichtscheck. Wird Jenny tatsächlich mit Ballaststoffen abnehmen? Dabei erhofft sie sich noch mehr. Dass ich natürlich auch mehr Energie kriege, einfach wieder mehr Sport, vielleicht längere Spaziergänge mit dem Hund, wieder mehr mich aufs Pferd zu setzen. Ja. Und jetzt Bartosz. Das ist ja die Tagesration Ballaststoffe mit 30 Gramm. Was denkst du, wie nah bist du aktuell dran? Da bin ich wahrscheinlich bei 1 Gramm oder so. Sein bisheriges Essen. Das sieht ja übel aus. Okay. Bei dir waren es tatsächlich an vielen Tagen nicht mal 10 Gramm. Also nicht mal ein Drittel davon. Cool. Naja, nicht wirklich. Und klar, deshalb macht er ja mit. Er will es ändern. Ich will einfach besseres Lebensgefühl haben. Also nicht so ein schlechtes Gewissen haben, was ich da in mich reinfuttere. Einfach mich besser zu fühlen. Und ich hoffe mal, dass ich dann auch fitter werde. Sowohl geistig als auch körperlich. Das ist mein Ziel, genau. Aber von nicht mal 10 direkt auf 30 Gramm Ballaststoffe, das wäre für Bartosz zu schnell zu viel. Nina rät ihm, langsam zu steigern. Sonst könnte sein Verdauungssystem übel reagieren. Also Probleme könnten zum Beispiel sein, dass er sehr starke Blähungen bekommt, sehr viel Luft im Bauch hat. Wenn er nicht genug trinkt, dann kann es auch zu Verstopfungen führen. Zum Start kann er zum Beispiel Pfannkuchen, eines seiner Lieblingsgerichte, mit Vollkornmehl anstatt mit weißem Mehl zubereiten. Das ist voll cool, weil ich dachte, ich möchte jetzt darauf verzichten. Aber das macht mir jetzt wirklich gute Laune. Nach ein paar Tagen kann er auch Vollkornbrot einbauen. Das bringt richtig viel. In 2 Scheiben Vollkornbrot sind so viele Ballaststoffe wie in 10 Scheiben Toastbrot. Das macht das Ganze ganz einfach. Also ich hätte nicht gedacht, dass gesunde Ernährung so easy und cool ist. Ja, das wird richtig spaßig. Spaßig? Schauen wir mal.